Oha! Das hat so lange gedauert, es zu bekommen. Und damit würde ich sagen, willkommen zu Tori 2. Wir haben ja schon vor einer Weile Tori 3D gespielt. Und nun, Ende 2021, kam der Nachfolger raus, Tori 2. Diesmal spiele ich nicht auf der Switch, sondern am PC. Einfach weil, ja, keine Ahnung, einfach weil, ne? Und ich wollte schon so lange dieses Spiel spielen und endlich komme ich dazu, es zu spielen. Ich hatte es immer wieder verschoben aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt kann ich es endlich spielen. Ich bin gehypt. Ja, Story war auf jeden Fall heftig, wie immer. Und ja, für die Leute, die Tori 3D nicht gesehen haben, könnt ihr euch nochmal anschauen. Dieses Spiel ist nicht unbedingt... Das ist schwierig zu erklären, aber auf jeden Fall, man muss nicht unbedingt den ersten Teil gesehen haben, um diesen Teil zu verstehen. Ich meine, das Intro sagt so ziemlich alles aus. Und ja, diese drei Charakter gibt es auch schon im ersten Teil, aber die habe ich beide, die Secret Character habe ich beide nicht wirklich benutzt, weil sie nicht unbedingt notwendig waren. Es war nur Bonus Character. Aber hier sollen sie wohl eine große Rolle spielen und es gibt einen neuen. Und ja, Tori ist ein Vogel. Ist ein Bird. Wir haben hier anscheinend genauso viele Level wie auch im ersten Teil. Aber ich habe gehört, es soll ein paar Bonus Level geben später. Ah, schauen wir uns das erstmal an. Hidden Headquarters. Das erste Level. Oh Gott. Schnauze, wir kommen schon zu dir. Oh, okay. You can double jump. Boing, boing, kann ich auch rennen? Ah, ja, wenn ich... Ah, ja, okay. Ich muss mich wieder dran erinnern. Das ist ein bisschen her, als ich den ersten Teil gespielt habe. Der hat übrigens sehr viel Spaß gemacht. Der hier kostet genauso viel. Heißt einen ganzen Euro. Und ja. Wir genießen halt dieses Spiel gemeinsam. Kamerasensitivität ist ein bisschen langsam. Aber okay, ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Da ist ein Imposter im Hintergrund. Oh mein Gott. Mit Tricky-Hörnern. Auch geil. Kann ich dich besiegen oder sterbe ich, wenn ich dich touche? Ich habe das Gefühl, ich sterbe, wenn ich dich antouche. Roboter. Das ist eigentlich so ein Spiel, ähnlich wie bei Sonic. Du sollst eigentlich nur einfach durchwaschen. Einfach schnell sein, einfach schnell alles machen. So eine Art Spiel ist das eigentlich. Aber ich nehme mir viel Zeit, mich zu erkunden. Oh Gott, kann ich denn nicht diese Kammergeschwindigkeit? Doch, kann ich, oder? Oh ja, viel besser. Ganz da oben, bitte. Ja, so reicht auch. So ist auch gut. Ein bisschen voller Schräge. Whee! Das war neu. Das ist ein neuer Objekt anscheinend. Whee! Whee! Voll cool. Ich habe das im ersten Video nicht erwähnt, aber Tori 3D war eigentlich geplant als so eine Art Haunted PS1 Game. Das habe ich auch im Nachhinein noch in den Titel geschrieben. Das wusste ich selber gar nicht. Deshalb habe ich es auch nicht im Video erwähnt, aber... Ja, ich erwähne es mal jetzt und ich weiß nicht, ob mich das killt. Fehlt mich das? Oh, ne, das boostet mich. Aha. Okay, dann muss ich mich jetzt durchboosten. Kann ich mich durch den Gegner boosten? Okay, keine Ahnung, ich traue mich nicht. Bam, bam, bam. Und... Das war ein bisschen enttäuschend. Aber von der Engine her ist es exakt das gleiche Spiel. Also es ist basically einfach nur Tori 3D Expansion Pack. Für den gleichen Preis wie das Main Game. Ähnlich wie Mario und Mario Lost Levels. Ist also ziemlich das gleiche eigentlich. Wahrscheinlich muss ich da durchbrechen, oder? Bam! Oh yeah! Okay! Und das war das erste Level! Damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack bekommt, wie dieses Spiel ablaufen wird. Es ist nicht lange, das Spiel. Genauso wie der erste Teil. Und, oh Gott, der Stern ist immer noch traurig. Bro, du kannst gerne mit mir reden, wenn was ist, ne? Ach, komm einfach meine Arme, Bro. Komm einfach mal meine Arme. Okay, das lassen wir doch wieder. Lassen wir das. Sky Station! Dieses Level sieht viel eher nach Tori 3D aus, vom Hintergrund her. Schön dieses ganze pinke... Und alles, das passt sehr zu Tori und... Oh yeah!
Die explodieren einfach komplett. Hä? Okay. Komischer Bug. Du. Wisst ihr was? Ich kann sogar die Sensitivität einfach direkt nach ganz oben packen. Oh, oh. Oh, komm ich doch rüber. Ja. Kann die Kamera halt nicht so gut bewegen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil besser war. Ich kann mich nicht so gut daran erinnern, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Kamera sich hier schlechter bewegt. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Ich versuche natürlich 100% zu spielen, alles einzusammeln, Bonus, alles mögliche, ihr wisst Bescheid. Deshalb jump ich hier komplett verrückt rum. Es gibt auch einen Modus, so einen Speedrunner-Modus, jedes Level so schnell wie möglich zu absolvieren. Da kann man dann die ganzen Sterne ignorieren, aber für dieses Video will ich eigentlich alle Sterne sammeln, das ist mein Ziel. Oh. Wow. Ah, da fliege ich runter. Ah. Ah. Hm? Was ist denn hier alles? Was seid ihr denn für welche? Die gleichen Gegner, aber diesmal mit so komischen Köpfen. Oh, da schießt mich immer in die Richtung. Okay, dann rennen wir hier weiter. Wie mich anrollen. Okay. Und hier muss immer das Ziel sein, habe ich recht? Was war das denn, eine CD? Jetzt habe ich die verpasst. Kann ich mich nochmal killen? Sagt mir nicht, es gibt in jedem Level eine CD und ich habe sie gerade im ersten Level schon direkt verpasst. Sagt mir nicht, das ist der Fall. Okay, das ist sowas von möglich. Das probiere ich nochmal. Zu sterben bringt übrigens rein gar nichts, also ihr verliert nichts. Das ist vollkommen okay zu sterben. Ich glaube, ich muss erst ganz, ganz spät abspringen, oder? Oder vielleicht direkt abspringen? Ach, verdammt, wie mache ich das denn? Oder muss ich erstmal auf die andere Plattform? Hier auf den anderen Tower dort. Das kann auch sehr gut sein. So, ja, ja. Und das wäre einfacher. Tadam! Wir haben eine CD! Vielleicht ein Soundtrack oder so? Als Collectible? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, das Level ist vorbei. Okay. Du, 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 du. Und ja, es scheint so, als gäbe es in jedem Level eine CD. Ich werde mal ganz kurz ins erste Level nochmal reingehen und danach suchen. Nee. Okay, ich weiß es nicht, ob es das überhaupt im ersten Level gibt. Gucken wir erstmal weiter. Vielleicht gibt es das ja auch nur in der unteren Reihe an Leveln. Das ist, sprich, nur hier in den vier Leveln. Ich weiß es nicht. Hier habe ich jetzt nichts gefunden. Ich werde nochmal ganz am Ende googeln, falls sich hier doch noch eine CD befinden sollte. Wir machen das mal weiter mit Palm Tree Paradise. Oh yeah, das sieht richtig, richtig sick aus. Ah, da kann man drauf jumpen. Ich will mich da hinlegen. Gibt es da oben was? Nee, scheint nicht so. Ist einfach nur bouncy, bouncy. Schon sehr cool, wie ich finde. Ich mach die Musik mal für euch ein bisschen lauter. Sorry, falls sie zu leise ist. Oder war. Oder was auch immer. Ah, euch kennt man, ne? Euch kennt man, die bösen Touris. So nenne ich die. Aha. Platsch, platsch. Plunge, plunge in the water. Cool, cool. Du, oh, dich kenne ich auch noch. Die bösen Bienen, die immer dahin fliegen, wo du sie nicht haben willst. Ja, ja. Ha! Nochmal gerettet den Jump. Boing, boing, boing. Nice. Das macht echt Spaß, das Spiel. Ich glaube, das ist auch wirklich ein richtig cooles Spiel, so zum Speedrun. Vielleicht mache ich doch mal ein paar Speedruns von diesem Spiel. Ich hätte schon Bock. Ich meine, es bietet sich ja auch dafür an. Es wurde ja auch dafür designt, die Level. Die wurden ja alle dafür designt, dass man sie speedrunnt. Und hey, der Krake, der chillt diesmal. Der greift uns diesmal nicht an. Heute ist er am Chillen. Kann er machen. Oh Gott. Schön aufpassen, Tori. Wir wollen ja nicht, dass du Plansch, Plansch machst und dann nie wieder gesehen wirst, ne? Oh. Ja, okay. Die gibt es jetzt anscheinend in jedem Level, diese grünen Ringe.
die einen ins Ziel führen. So, bevor ich jetzt ins Ziel gehe. Boah, das war der echt kurzes Level, ne? Sind jetzt viel, viel kürzer, die Level. Gefühlt halb so lang nur noch. Oder zumindest das hier war so halb so lang. Okay. Ja, okay, ich habe hier auch keine CD gefunden. Also vielleicht ist meine Theorie wahr, dass es die CDs nur hier in den unteren Leveln gibt. Machen wir weiter mit Sparkle Park. Und es ist nochmal so ein Level. Yay. Die Musik ist cool. Da singt jemand. Voll cool. Jemand, der im Videospiel, der singt voll krass. Plansch, plansch. Diese Geräusche voll lustig. Die Turi macht, wenn er rumplanscht. Du, 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 du. Hä? Was war das denn? Okay, hier soll man nicht sein. Okay, ciao. Whee! 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 Plansch. Echt cool! Man könnte richtig gut so ein Open-World-Spiel aus Tori machen, finde ich. Mit so ganz vielen Collectibles, so ähnlich wie Mario Odyssey oder sowas könnte man machen. Oder wie Mario... Ja, okay, Mario 64 vielleicht eher nicht. Vielleicht eher sowas wie Sunshine. Oder Galaxy, oder... was ich meine? Keine Ahnung. Und die Musik ist echt gut im Spiel. Mein Skill jedoch, nicht so gut. Könnte man verbessern. Sag mir nicht, da oben ist was. Nee, ich hoffe nicht. Schön die ganzen Sterne einsammeln, Tori. Sonst gibt's heute Abend keinen Nachtisch. So sieht's aus. Oh, hier unten verstecken sich welche. Ja, ja, denkt ihr könnt mir entkommen? Ich finde euch alle. Früher oder später. Cool. Über die Nuggetbrücke. Oh, 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 wow. Wow. Ha. He, ja. Ha. Oh, oh. Okay, das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Das habe ich nicht erwartet. Hi, Bro. Alles okay? Ich habe Angst, wenn ich ihn antasche, dass ich einfach sterbe. Ich lasse einfach. Und jetzt habe ich einen Checkpoint. Jetzt kann ich versuchen. Yo, Bro. What's up? Ja, okay, der killt mich wirklich, wenn ich ihn antouch. Ja, der guckt mir nur zu, ist nur ein Zuschauer. Einer von euch. So sieht das aus. Wenn man auf Twitch auf einmal einen Zuschauer bekommt, der kein Lurker ist, dann sieht das so aus. Obwohl, er sieht eigentlich eher aus wie ein Lurker. Na, wie auch immer. Hey, ich hab die CD gefunden. Ist es dafür zu spät? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn zur CD? Wenn ich Schwung bekomme mit dem Wasser und dann darüber jumpe. Das könnte funktionieren. Ich probiere es nochmal aus. Boah. Das ist echt knapp. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ha, ha, ha. Ja, das passiert ja leider sehr oft im Spiel. Ich finde, die Kamera ist da auch ein bisschen schuld dran, dass solche Deaths passieren. Nicht, dass das Spiel irgendwie komplett schwierig ist und das dann ein riesiges Problem wäre. Verdammt! Aber es ist trotzdem etwas, worüber ich meckern kann. Okay, ich habe mal nachgeschaut. Manche CDs, es gibt wirklich Medium-Level-CDs, aber manche kriegt man wirklich auch nur mit anderen Charaktern. Was ich persönlich ziemlich dumm finde. Man kann sie also alle nicht im ersten Durchlauf bekommen. Die hier zum Beispiel, die kann man nicht mit Tori bekommen. Gut, dass ich das nachgeguckt habe, sonst hätte ich jetzt wirklich noch 10 Minuten weiter probiert. Das sieht voll cool aus hier. Wenn das jetzt alles hier Obstacles wären, die einen One-Hitten würden, wäre das cooler, finde ich. Wäre schwieriger natürlich, aber das Spiel ist voll einfach. Ein paar schwierige Passagen hätte es eigentlich schon nötig. Ja! Woo! Showtime! Mir sind die Ranks eigentlich ziemlich egal. Ich will nur durch die Level kommen.
und euch alles zeigen. Okay, also wir werden die CDs erstmal nicht holen. Wir machen erstmal die Level und nachdem wir alle Level gemacht haben, auch die Bonus-Level, holen wir die CDs als allerletztes. Luna Lasers ist das nächste Level. Das sieht auch schon wieder richtig sick aus. Das ist einfach im Weltall. Wie kommt man hier hin? Könnt ihr jetzt stehen? Oh, hier kann ich stehen. Oh Gott, das ist das Monster von vorhin. Ist das dein Komplize oder was? Ich werde dafür sorgen, dass du leidest, blöder Komplize. Bam! Wow! Etwas zu fast für mich, aber egal. Boing! Und rüber! Noch mehr von euch! Safe! Alter, das ist ein richtiges Sonic-Level. So richtig einfach nur Schnelligkeit. Das Level schreit einfach nach Schnelligkeit. Okay, das Schiff wird abgeschossen und geht langsam kaputt. Dann schnell weg hier, bevor wir noch abgeschossen werden. Oh, schau mal, da ist der Mond von Majora's Mask. Und diesmal mit einem Totenkopf. Jetzt meint das ernst. Jetzt sind es nicht nur noch 3 Tage, jetzt sind es wirklich nur noch 1 Stunde gefühlt. Der meint es wirklich ernst. Schnell weg hier. Da schießt schon überall Strahlen von ihm. Wir haben sogar so einen Astronautenhelm auf. Das fällt mir erst jetzt auf. Ja, das ist so ein richtiges Speedy Gonzales Level. So richtig Speedy Speedy. Boing, boing. Boing. Wow, das war knapp. Ich will jetzt nicht sterben. No Death Run! Woo! Goal! Was war C? Ich war so schnell durch den Level. Und das war C? Na, wie auch immer. Dash Dimension! Wenn das nicht schnell genug war, dann wird dieses Level mich wohl überzeugen. Let's go! Tschüss! Okay, wir müssen hier außen rum. Wow! Weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Ich bin mir hier ein bisschen unsicher. Es gibt wenig Sterne, aber wo sind denn überhaupt Sterne? Ist meine Frage gerade. Wow. Lass mich hoch! Lass mich hoch! Okay. Komische Collisions. Passiert. Wenn man sie schräg stellt. Wow. Hey. Den nimmst du schon mit. Den nimmst du schon mit. Wow. Hier sind ein paar Boosters eigentlich gefragt. Aber wie auch immer. Da unten geht es gerade richtig ab. Ich hoffe, ich habe da oben alle eingesammelt. Ich kann jetzt nicht nachschauen. Hoffen wir einfach, dass alle waren. Dass das alle waren. Deutsch heute mal wieder auf 100%. Ich komme nicht darauf klar, wie schnell das Spiel auf einmal geworden ist. Ey, Tori macht einfach Sonic-Konkurrenz mit diesen Boostern. Hier geht's also hoch, ja? Noch viel höher! Oh, das ist ein Totenkopf. Oh, oh, oh. Voll bedrohlich, voll heftig. Okay, dann nicht. Boing. Ach, wir haben schon alle Sterne, sehe ich gerade. Dann auf ins Ziel. Boy. Ja. Ich wollte die Kamera wechseln. Dieses ganze Level erinnert mich so ein bisschen an so einen Boss aus Yoshi's Crafted World. Da war auch so lila und so schlangenhaft, so in Boxen geformt. Da spiele ich mal so ein Bild ein. Pyro Palace. Also wir in Mouse of Science, also. Cooler Hut. Sehr, sehr cool. Warum sehen diese Blöcke aus wie Gesichter? Sehen so ein bisschen aus wie Gesichter, finde ich. Na, wie auch immer. Wow! Der ganze Boden geht kaputt. Er fällt in sich zusammen. Das muss hier wohl zu heiß sein. Ich meine, okay, es sind doch schwebende Plattformen. Dass die irgendwann kaputt gehen, das ist klar. Ja, ne? Bitte? Okay.
Das wird ein Rundgang. So. Das wird ein Rundgang, das Ganze hier. Oh, Lava. Und ich renne natürlich sofort rein, weil mich das Ding ausgetrickst hat. Auch nice. Hier vielleicht eher nicht so schnell, falls man lebendig hier durchkommen will. Ja. Indiana Tori auf der Suche nach Sternchen. Oder Temple Run, Tori Run. Nein, nimm mit! Oh mein Gott. Gut, dass sie nicht wegpuffen nach einer Zeit, sondern einfach erstmal noch runterfallen eine ganze Stückweile. Okay, der dreht sich hoch. Wie so eine Mutter. Jetzt dreht sich das. Also hatte ich recht mit dem Rundgang. Okay, das schiebt mich hoch. Ich wollte schon sagen, hä, da komme ich doch niemals hoch mit meinen kleinen Mini-Jumps. Die ich machen kann. Episch. Ja, das Spiel ist wirklich viel kürzer. Interessant. Torch Tower. Letzte Level, bevor wir dann zum Boss rüberkehren. Aber wie gesagt, es sollte noch ein paar Bonus-Level geben. Damit das Spiel auch ungefähr so lang ist wie der Vorgänger oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Oh, jetzt werden sie nur noch halb. Zum richtigen Zeitpunkt anscheinend springen. Da gibt es auch nur noch so wenig Sternchen zu sammeln. Wahrscheinlich wieder so ein Speedy-Level. Habe ich recht? Was machst du denn hier? Ich glaube nicht, dass man hier ein Sonnenbad machen kann. Okay. Was? Okay. Muss ich nicht verstehen. Warte, ich bin wieder ganz am Anfang? Hä? Wer ist das denn da? Das ist so ein Dino. Seht ihr den? Was macht der denn da? Kann man den freischalten oder so? Ist das der Fragezeichen-Charakter? Muss ich zu ihm rüberfliegen und dann sagt er mir so, ey, yo, Bro, du brauchst aber erstmal... Da war noch einer. Ey, da war noch einer. Ich muss doch mal genau hinschauen. Doch, da ist noch einer. Ach nee, das ist hier der Tod. Der Typ, der uns das Eiscreme geklaut hat. Du Pisser! Was machst du hier? Chillst du einfach, guckst mir zu? Ja, jetzt bin ich tot. Wäre ich fast reingelegt worden. Von den halben. Aber ich mache hier keine halben Sachen, du. Oh Gott. Er kommt näher. Der Typ kommt näher. Muss ich schnell weg? Ich glaube, ich muss schnell weg, oder? Der kommt wirklich näher. Verdammt! Ich will nicht von dem Alter, wo ist denn mein Checkpoint? Ich muss wieder alles neu machen. Das ist voll kacke. Das ist aber das einzige Level, was ich nicht so wirklich fühle. Einfach durchgeglitscht. Auch nice. So, jetzt gut aufpassen. Richtig. Wow. Richtig spielen, bitte. Oh, da. Okay, wo geht's lang? Weg von ihm wahrscheinlich. Okay. Was, das ist schon das Ziel? Okay, ganz ehrlich, ich bin kein wirklicher Fan von diesem Level. Da ist die CD. Oh Gott, da kommt wirklich her. Nicht mal eine Minute, das ist C-Rang. Ich verstehe dieses Spiel überhaupt nicht mit den Ranks. Naja, wie auch immer. So, und jetzt haben wir alles infiltriert und können nun zu It's Home. Es ist zu Hause. Keine Anzeigen, nichts. Einfach nur in dieser Schneelandschaft mit diesen Doom-Grafiken. Zum Endboss. Kann ich auf diese Quallen drauf oder sind die nur Deko? Wahrscheinlich sind die nur Deko. Eiscreme! Das ist meine Eiscreme! Eiscreme! Es ist nur eine Attrappe! Boah, der hat mich voll geprankt. Oh nee, jetzt hast du es zu weit getrieben. Jetzt hast du es zu weit getrieben. Ich wollte mit dir teilen. Aber jetzt? Nee. Was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt sieht man die nicht mehr richtig. Und hier sind wir überall diese Glitch-Portale.
Ich meine, wenn man da reingeht, dann verglitscht die ganze Ebene hier. Also ein sehr kuscheliges Zuhause auf jeden Fall. Überhaupt nicht abstrakt. Nein, gar nicht. Alles haunted in dieser, in diesem PlayStation-1-Spiel. Da haben wir schon auf jeden Fall schon mal die CD gefunden. Oh, euch geht's auch noch. Ich habe die schon vermisst. Die habe ich schon vermisst, die Sternchen, die riesigen. Mit ihren Gesichtern. Mit okay, den kann ich gerade nicht besuchen kommen. Der arme Mond von Majora's Mask. So ist er geendet nach dem Level. Der arme. Da vorne wartet er auf mich. Komm her! Bin ready für den Kampf! Ha! Hä? Oh Gott, das ist ein wirklicher Kampf. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich den Level nochmal neu machen? Der schickt auf mich die Level. Nein, ich will nicht nochmal. Ey. Was muss ich denn machen? Oha, oha. Bam, draufgeklatscht, ein blödes Level. Das ist ein cooles Konzept für einen Bosskampf. Heia! Bam, draufgeklatscht. Unterschätzt mich nicht, nur weil ich ein kleiner Vogel bin. Eine kleine Ente. Kleine Ducky Duck. Das ist kein Grund, mich zu unterschätzen, du. Okay, das hat nicht gereicht. Da war ich vielleicht zu spät. Nö. Bam! Oh, oh, alles bricht zusammen. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich stehe. Oh, die Jumps werden noch immer schwieriger. Bam! Drauf geklatscht. Doppeljump, kleiner Jump. Schnell, schnell, schnell. Okay, hat gereicht. Das hat noch gereicht. Wie viel Leben hat der denn? Grinst mich so an. Immer das gleiche Pattern mit den Jumps. Das ist immer das gleiche Pattern. Bam! Was nu, hä? Das ist doch wirklich gefährlich jetzt hier. Hey, der verfolgt mich. Wer will er von mir? Hä? Der mich eigentlich angegriffen. Und das war's! Gib mir mein Eiscreme wieder! Gib her, Mann! Sofort! Essrang! War so special in diesem Level. Und das war Tori 2, Leute. I did it. Zumindest die Main Story. I did it. Ich hab mein Eis wieder. Ist Tori vielleicht ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Oh, er wollte doch nur ein Eis. Komm, wir teilen, okay? Yay, wir teilen! Jetzt können wir die beiden shippen. Das war Tori 2! Aber wir sind noch nicht fertig hier mit dem Video. Also vielleicht mit dem Video, aber... Wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Wir sammeln auch die ganzen CDs ein. Und gucken uns die ganzen neuen Characters an. Wie man die überhaupt bekommt. See you next game! Tori 3? Aber das erste Spiel ist doch 3D. Tori World oder so, wäre cool. Na, wie auch immer. Ding, 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 ding. Oh, das kam jetzt ein bisschen zu spät, aber ich habe Magpad freigeschaltet. Bam, 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 so ein Geräusch hat's gemacht. Und ja. Mit ihm haben wir Endless Jumps. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber denjenigen kennen wir noch nicht. Und den erst recht nicht, der ist komplett neu. Und ja, mit ihm hier werden wir jetzt ein paar Orte erreichen. Fangen wir an. Ihr seht schon, was er kann. Einfach komplett OP und broken ist der. Mit dem können wir einfach alles überfliegen. Und somit an Orte drankommen, an die Tori niemand auch nur träumen könnte, dran zu kommen. Wie zum Beispiel hier hinter.
Denn hier ist die erste CD. Aber was ich mal ganz kurz austesten will, bevor ich jetzt hier rausgehe. Oder vielleicht muss ich ja auch das Level abschließen, das weiß ich nicht. Aber ich will mal kurz gucken, was es hier auf dieser Statue gibt, weil da ist irgendwas. Und da will ich mal kurz drauf. Was ist denn das? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Okay, kann ich nicht drauf stehen. Hier ist ein Dino. Oder sind die nur Easter Egg, dieser Dino oder was? Oder Krokodil? Mit dem Papagei? Vielleicht ist da auch noch ein Easter Egg? Ich weiß es nicht. Aber ja! Den gibt es anscheinend in jedem Level. Cool. Okay, CDs werden gespeichert, wenn ich liebe. Ich vermute mal, die CD wird da hinten beim Kraken sein. Gibt es da eine Border? Gibt es irgendein Limit oder kann ich so oft fliegen, bis das Spiel crasht? Fallen tue ich aber sehr schnell. Oh, sag mir nicht, es ist dort. Ich fliege nochmal zurück. Ich wette, es ist dort. Also es lädt auf jeden Fall nicht, falls es da drauf ist. Oder? Nee. Na toll. Ich glaube schon. Aber der ist allgemein sehr langsam, glaube ich. Ich glaube, der ist wirklich einfach nur für die Erkundung und für die 100%. Aber egal. Jetzt erstmal rüber zum Oktopus. Ach, ich muss auch den Speed-Button gedrückt halten bei ihm im Flug. Das wusste ich nicht, dass das was beeinflusst. Okay, dann auch keine Collision. Dann ist wahrscheinlich bei ihm auch nicht die CD. Okay, dann habe ich gar keine Ahnung, wo die sein könnte. Hier etwa? Auf dieser kleinen Palme? Ja, doch, auf der Palme hier. Hier ist sie. Ja, nice. Bei Sparkle Park wissen wir ja hoffentlich alle, wo es ist. Jumpscare! Oder auch nicht. Doch! Wo ist der Jumpscare? Auf wann wird er getriggert? Lunar Laser! Ich wette mal hier in der Nähe von dem Todesmond. Oh, ich sehe es, oder? Lass mich raten, es ist dort oben. Direkt oben auf dem Bildschirm. Auf dem Spaceship da oben. Hier. Ich wette, es ist dort oben. Ja. Ey, aber okay, es ist nicht schwierig versteckt. Die meisten sind ja sowieso dafür designt, dass man sie nur mit dem Crobat, oder wie immer es hieß, bekommt. Was ist das denn? Hier kann ein komischer Bug. Dash Dimension. Oder ist es da? Da drauf? Könnte es hier drauf sein? Doch, hier ist es. Verteidigt. Oh mein Gott. Kann sein, dass man hier auch hinkommt, wenn man von dort aus rüberspringt. Ich will das mal kurz ausprobieren. Kommt man da hin? Hier, wenn man hier ist. Nee, einen Jump schaffst du niemals. Aber du könntest es auf jeden Fall erkennen. Du könntest es sehen. Schnappen wir es schnell, bevor wir sterben. Pyro Palace! Oh mein Gott, das ist Fake-Feuer! Also ich vermute mal, dass es an so einem Dino-Kopf hier sein wird. Hat er überhaupt Collision? Ja, dann nicht. Hm, dann ist es vielleicht doch nicht da. Oh, da wahrscheinlich ist es dort hinten, oder? Nee, hier liegt nichts. Doch, warte, dahinter! Doch, dahinter! Oho, ihr seid böse. Aber ich hab's entdeckt. Und jetzt Torch Tower! Meine... Ich sag mal mein Hasslevel von ganz Tori. Nicht, dass ich es richtig hasse. Aber ich mag es nicht so sehr wie andere Level. Hier gab es auch noch einen Dinosaurier in diesem Level. Ich weiß nicht, ob es in jedem eines gibt, aber ich habe es auf jeden Fall in den anderen nicht gefunden, den Dinosaurier. Hier ist er. Den haben wir aber schon gesehen. Ist mir mit einer Fliege oder mit einem Parrot? Ah, nee, das sieht nur so aus. Okay. Up close. Sehr interessant. Warum auch immer er da ist. Ja, höchstwahrscheinlich ist die CD ganz oben, oder? Ich meine, wo soll sie sonst sein? Was ist das denn hinten? Was ist das? Nee, warte, das könnte hier auch sein. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Cheater, wenn ich die ganze Zeit einfach so alles überskippen kann. Ach, da hinten ist es! Ach so! Na dann? Und jetzt bei It's Home. Da ist es, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich, wo es ist. Aber ich möchte die Zeit nutzen und hier ein bisschen erkunden. Nee, die Dinger machen gar nichts.
Zum Beispiel, was passiert, wenn wir da zum Beispiel mal reinspringen? In so ein Portal. Steht denn da alles? Irgendwelche Programming-Sachen. Okay, da passiert nichts. Hab gedacht, vielleicht passiert da was. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Bonus-Video zu Tori 3D. Zu den anderen Special Characters und allem. Ich weiß es noch nicht. Hat sich gerade bewegt? Der bewegt sich! Ah, da dreht sich jemand in meine Richtung. Ach so. Ah. Okay. Jetzt können wir zu dem Typen hier hingehen. Jumpscare mich! Hi. Was geht ab, Bro? Der macht gar nichts. Das ist voll lieb. Das ist voll lieb. Das ist voll nett. Dann? War die CD nicht in diesem Level voll offensichtlich irgendwo versteckt? Nicht mal versteckt? Ja, war's. Hier. Beim Stern. Und damit haben wir alle! Oh! Oh! The man himself! Glitchy! Freigeschaltet! Okay, ich hab den anderen erwartet. Den hier. Was kann er denn? Special Feature? Even higher speed? Wahrscheinlich als der. Den kriegt man übrigens, wenn man überall einen A-Rang oder S-Rang oder so hat, glaube ich. Der ist super schnell und der ist der perfekte Charakter für Speedruns, glaube ich. Ja, er ist richtig schnell und dann die Sprünge und ist ridiculous. Okay, dann will ich mal mit ihm Level ausprobieren. ja gut, das ist glaube ich nur ein Joe-Charakter. Wie bereits angekündigt, gibt es noch ein paar Bonus-Level, 3 an der Zahl. Ich werde sie aber für ein besonderes Bonus-Video, also so gesehen die nächste Folge, aufsparen. Das werde ich mir in Ruhe anschauen, das möchte ich jetzt nicht alles auf Krampf in ein Video reinstecken, das Video ist sowieso schon zu lang. Und ja, dann hoffe ich, seid ihr gespannt auf das nächste Video, wo ich die Bonus-Level spiele und vielleicht noch ein bisschen mehr Bonus-Content zeige. Bis dahin und ciao!